Meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Mathematik. Alles macht zu. Mathematik liefert. Sie sehen, wir gehen heute steil. Sie haben es an dem Bild schon erkannt. Wir beschäftigen uns damit, wie steil es eigentlich bergauf geht. Und ähm, wenn Sie sehen, dieses Verkehrsschild 12% Steigung wäre völlig sinnlos, wenn es die durchschnittliche Steigung angeben würde. Sie sehen es im. Linken Teil des Bildes, wenn Sie im Durchschnitt 12% Steigen überwinden müssen und zwischendrin ist mal ein richtiges Steinstück, dann schaffen Sie das nicht mit keinem Fahrzeug, auch nicht mit dem Fahrrad vielleicht zu Fuß. Wohingegen auf der rechten Seite Sie sehen, dass die findigen Bewohner von Boden ihre Durchreisenden und ihre Lieferanten warnen und sagen, da kommt irgendwo in diesem Anstieg eine 40-prozentige Steigung. Das haben sie ausgemessen, indem sie an einer kleinen Stelle mal geguckt haben, wie weit es eigentlich bergauf geht, wenn man 10 Meter nach rechts rüber geht, und ähm, dann stellen sie fest, 4 Meter hoch stellen sie das 40% Schild auf und wer sich zutraut, das zu fahren, der darf dort entlang fahren. Die Bewohner von Boden hatten also eine Vorstellung davon dass eine Steigung an einem einzelnen Punkt anliegen könnte. Das heißt, auf einem kleinen Stück, was hier unter der Lupe dargestellt wird. Die Steigung über eine längere Distanz, also von Witzighausen nach unerreichen, die äh, hat eine durchschnittliche Steigung, aber zwischendrin ist mal ein echtes Steilstück und die Fahrzeuge versagen am Fuß des Berges. Das Ganze möchten wir ein bisschen... Mit Verstand und mathematischen Zeichen auffüllen. Die meisten von Ihnen werden das mehr oder weniger schon kennen, also genießen Sie diese vorweihnachtliche Wiederholung und vielleicht kann ich noch den einen oder anderen Aspekt dazu beitragen. Herzlich willkommen zur Mathematik. Wir beschäftigen uns mit der Differenziation. Einige Leute haben relativ große Schwierigkeiten, Differenziation und Integration auseinanderzuhalten integrieren, zusammenfassen, wir lieben uns alles, das ist eher eine Summe, ja? und differenzieren, so rein herumpopeln und ganz genau gucken, differenzieren, Dinge auseinandernehmen, ne? das ist mehr Ableiten. Und da wollen wir jetzt das Ganze tun und Sie werden die Differenz natürlich auch wiedererkennen. Wir definieren uns den Begriff der Ableitung, dazu zeichnen wir uns eine Funktion, hier in ein Diagramm, wie wir das gewohnt sind. Wir nehmen jetzt nur den ersten Quadranten. Hier tragen wir die x-Werte ab und hier die Funktionswerte f von x. Und jetzt zeichnen wir uns da hinein eine Funktion, die sich ein bisschen krümmt, damit wir auch was anzuschauen haben. Das soll die Funktion f von x beschreiben. Und jetzt halten wir an dieser Funktion f von x einen Punkt x0 fest. Und hier finden wir jetzt auf der Höhe f von x 0. Und dann nehmen wir einen anderen Punkt x 0 plus h. Wir sind also ein Stück h zur Seite gegangen und auf dieser Höhe finden wir die Funktion f von x 0 plus h. Das heißt, hier zwischen haben wir die Distanz h. Und jetzt haben wir eine Differenz zwischen diesen beiden Punkten, wie der Abstand zwischen zwei Orten. Und jetzt betrachten wir auf, die, auf der anderen Seite die Differenz der Funktionswerte. Hier haben wir f von x0 und hier oben haben wir f von x0 plus h. Wenn Ihnen das noch nicht völlig eingängig ist, dass da f von x0 plus h steht, und was das bedeutet, dann meditieren Sie darüber. Wir werten also die Funktion f an der Stelle x0 plus h aus. Deswegen steht das Ganze in den Klammern als Argument. Wir rechnen erst x0 plus h und dann werten wir davon f aus. Und die Differenz gibt den Höhenunterschied an, sowie den Höhenunterschied im Eingangsbild zwischen Unerreichen und den beiden Nachbarorten. Im Durchschnitt haben wir jetzt einen Anstieg, den wir hier durch die sogenannte Sekante. Ja. Sekare lateinisch schneiden, sie schneidet diese Funktion und die Sekante können wir durch eine Gleichung beschreiben und die Gleichung, die finden wir bitte auf folgende Art und Weise. Wir haben zwei Punkte, x0 und f von x0 plus h, äh, f von x0 und dann haben wir den Punkt x0 plus h und f von h x0 plus h. Das sind die beiden Punkte, durch die die Sekante geht. Und jetzt wollen wir eine Geradengleichung dazu bestimmen. Wie machen wir das? Wir kennen zwei Punkte und damit kennen wir den Anstieg der Geraden, nämlich die durchschnittliche Steigung, den Anstieg dieser Sekanten, und wir kennen einen Punkt. Wenn wir also diese Sekante beschreiben wollen, können wir sagen, Y ist f von x0. Das würde bedeuten, wir sagen, y, der, der Wert, den diese Sekante hat, ist überall f von x0. f von x0 ist die Höhe an der Stelle x0. Das heißt, wenn wir jetzt nur an der Stelle x0 wären, dann wären wir schon genau. Aber jetzt versuchen wir natürlich für die anderen Werte das auch rauszukriegen. Und dann nehmen wir den Anstieg f. Von x0 plus h minus f von x0, also die Differenz der Höhen durch die Differenz der Argumente. Das ist also der Anstieg der Sekante. Der Sekanten. Und das multiplizieren wir damit, wie weit wir von x0 uns entferne. Wenn wir hier also einen Punkt x jetzt eintragen, dann haben wir den Abstand x minus x0. Das heißt, wir gehen zum Wert f von x0, was wir hier finden, haben wir jetzt hier zusätzlich den Zuwachs. Und den Zuwachs bekommen wir aus dem Anstieg, den wir aus den beiden Punkten, die wir gegeben haben, ermitteln multipliziert mit dem Abstand x minus x0. Also wenn Sie Weihnachtsfieber haben und Sie sind im Moment bei, bei 36 Grad und es steigt pro Tag um ein halbes Grad, dann können Sie sich ausrechnen, in acht Tagen ist Ihr Weihnachtsfieber dann 36 Grad plus acht mal ein halbes Grad, Sie sind aber über 40 Grad. Ja? Silvester haben Sie dann 43,5 Grad Weihnachtsfieber. Und das ist eine Gradengleichung. Das ist in der Zeit in der Schule dran gewesen, wo Sie alles andere aus der Schule im Kopf hatten. Falls Ihnen es nicht eingängig ist, diese Gradengleichung hier derartig aufzustellen, denken Sie sich besonders absurde Beispiele aus und legen Sie Geraden durch zwei Punkte. Diese Kunst würde ich Ihnen sehr ans Herz legen. Jetzt kommt Folgendes. Wir nennen, diesen Anstieg auch den sogenannten Differenzenquotient, weil es ein Quotient von Differenzen ist. Das ist f von x0 plus h minus f von x0, die Differenz der Funktionswerte durch die Differenz der Argumente. Das ist also f von x0 plus h minus f von x0 durch h. Sie haben also an zwei Messwerten den ähm, die haben Sie gegeben, haben Sie den durchschnittlichen Anstieg ermittelt. Wenn jetzt äh, Ihr Freund, Ihre Freundin oder sonst jemand äh, momentan ein Weihnachtsfieber von 32 Grad hat und übermorgen ein Weihnachtsfieber von 38 Grad, dann wissen Sie, das Weihnachtsfieber ist in zwei Tagen um 6 Grad gestiegen. Das heißt, es steigt pro Tag um 3. Sie nehmen die Differenz aus 38 und 32 und dividieren durch die Differenz der beiden Tage, also durch zwei Tage, kriegen Sie also den Anstieg, 3 das ist heißt sozusagen eine experimentelle Ermittlung dieses Anstieges und dann benutzen sie den Anstieg weil die Sekante ja eine Gerade ist um den Anstieg dieser äh, die, die Gleichung dieser Geraden aufzustellen und diese Gleichung die stellen sie bitte auf indem sie den Punkt nehmen von dem sie ausgehen wollen hier x0 da hat es den Wert f von x0 und dann addieren sie die Änderung dazu Probieren Sie es, wann es Ihnen nicht wirklich geläufig ist, auf einem weißen Blatt aus. Sie werden sehen, es ist keine große Kunst und es hilft dabei, das Konzept von Funktionen und Darstellung von Graden und ein bisschen Geometrie zu verstehen. Jetzt waren unsere Einwohner von Boden ja so pfiffig und haben gesagt, der Durchschnittswert ist das eine, aber wir möchten uns für den Anstieg an einer bestimmten Stelle interessieren. Ja, aber in der äh, straße ist es relativ einleuchtend wenn sie mit dem fahrrad losfahren wird sich der anstieg der straße zwischen ihrem vorder- und hinterrad nicht besonders stark ändern äh, in diesem kleinen stückchen das könnten sie als punkt interpretieren da hätten sie also ein winziges stückchen wenn sie natürlich äh, freestyle im gelände fahren dann kann sich der anstieg dazwischen auch noch ändern dann müsste das haar noch kleiner und kleiner werden und wenn wir jetzt das haar kleiner und kleiner machen, passiert folgendes. Die Sekante, die ihren Namen daher hat, dass sie die Funktion schneidet, geht über in die Tangente. Die hat ihren Namen von Tangere berühren. Das kennen Sie aus dem Tango oder aus der Westtangente in Branche in der Autobahn. Tango, ich berühre. Und was passiert? Wenn wir nun diesen Punkt, den bei x0 plus h immer weiter und weiter an den Punkt x0 ranschieben, dann wird die Sekante, die durch diesen Punkt zum Beispiel gehört, sozusagen ihre Lage ein bisschen verändern. Hier haben wir so einen Prozess, die geht also jetzt hier immer weiter nach unten. Und schließlich, wenn alles gut geht, nähert sich die, Tan die Sekante der Tangenten. Muss man ein bisschen sorgfältig zeichnen, um deutlich zu machen, dass diese Tangente die Kurve, die, die Graphen von f ähm, genau an einem Punkt schneidet. Und jetzt kommt die Frage im Skript: Teilt man dann nicht durch 0? Ja, natürlich. Wenn man dann nur den einen einzigen Punkt hat, dann würde man durch 0 teilen. An einem einzelnen Punkt könnten Sie auch gar keinen Anstieg bestimmen. Also wenn Sie an einem einzigen Punkt die Funktion nur kennen und nur diesen einen Punkt, dann wissen Sie nicht, was drumrum passiert, dann können Sie den Anstieg gar nicht bestimmen. Dieser äh, Übergang ist nur als Grenzübergang zu verstehen und an dieser Stelle ist es so, wenn wir x0 plus h wirklich auf x0 draufgeschoben haben, dann haben wir gewissermaßen zweimal den gleichen Punkt. Und an der Stelle hätten wir dann keinen Anstieg, den wir ausrechnen könnten. Deshalb geht jetzt dabei der Differenzenquotient in den Differentialquotienten über. Und dieser Differentialquotient, das ist der Grenzwert für h gegen 0 von f von x0 plus h minus f von x0. Durch h, also die Differenz der Funktionswerte durch die Differenz der äh, Argumente. Und jetzt geht das h gegen 0. Und im Grenzwert könnte was rauskommen. Kann sein ja, kann sein nein. Also wenn nichts rauskommt, dann nicht. Aber wenn etwas herauskommt, dann benennen wir es mit f' an der Stelle von x0. Und wir schreiben mal dahinter, falls existent. Und dieses ist dann der Anstieg der Tangenten an der Stelle x0. Wenn wir nur die Stelle x0 kennen würden, nur einen einzigen Punkt, dann hätten wir keinerlei Anstieg, weil wir gar nicht wissen, wie die Funktion sich sonst verhält. Wir brauchen also die Umgebung. Und jetzt könnten wir uns Folgendes überlegen. Jetzt kommen die Leute mit ihrer Lupe, wie wir das im Eingangsbild schon hatten. Und legen hier eine Lupe drauf. Diese Lupe nennen wir einmal eine infinitesimale Lupe. Diese Lupe kann Folgendes. Die Lupe vergrößert Punkte nicht. Also aus dem Punkt 0 wird weiterhin... Die Null. Sie realisiert also gewissermaßen eine Abbildung. Aus einem endlichen Stück, also aus zum Beispiel einem Stück der Länge 1 oder aus jedem anderen endlichen Stück, macht die Lupe etwas unendlich langes. Und aus einem Differential, das ist ein winziges Stück dx, was wir uns als etwas so Kleines denken, dass es gleichzeitig kleiner ist als jede Zahl, aber nicht wirklich Null. Das ist was ziemlich Esoterisches. Ja? Es ist genau genommen ein Prozess, eine Null mit Vergangenheit. Und diese Null mit Vergangenheit, die sich daran erinnert, was sie einmal war, als sie noch ein kleines Stückchen Haar war, dieses vergrößert unsere Lupe auf 1. Jetzt schauen wir uns das Bild nochmal an und halten. Die Lupe drauf. Wir haben also jetzt die Lupe. Die zeichnen wir so gut wir können größer hierhin. Ja, der Stiel ist auch größer geworden. Und unter, hinter dieser Lupe sehen wir noch die Funktion. Was passiert in der Lupe? Die Lupe vergrößert jedes endliche Stück ins Unendliche. Also Sehen wir genau genommen nur einen Punkt und seine infinitesimale, seine unendlich kleine Umgebung. Wir sehen also so ein Stück Straße wie unter dem Vorder- und dem Hinterrad, bezogen auf die Größenordnung der ganzen Straße. Und äh, wenn Sie irgendwo auf den Berg hinauffahren auf einer Straße und Sie äh, gucken sich nur das Stückchen an, dann ist die Gerade an der Stelle, die, die Straße an der Stelle eine Gerade. Das heißt hier, hätten Sie jetzt den Punkt x0. Ja, unter der Lupe sieht es ein bisschen anders aus. Und gleich daneben haben Sie einen Punkt, das ist sozusagen der Punkt x0 plus dx. Ein winziges Stück. Aber außerhalb der Lupe ist es praktisch der gleiche Punkt x0 plus dx. Also außerhalb der Lupe würden Sie das nicht sehen. Nur unter dieser seltsamen esoterischen Lupe. Rupfen Sie zwei Punkte, die ganz, ganz eng, so eng, wie Sie sich überhaupt nur denken können, zusammen sind. So eng, dass wir sie nicht durch zwei Punkte beschreiben können, sondern nur durch einen Grenzprozess, wo sie immer enger und enger zusammenkommen. Die rupfen Sie auseinander. Und in der Lupe sehen Sie jetzt, dass aus diesem Nullabstand, den wir uns als eine ganz winzige äh, Unterscheidung denken können, ein endlicher Abstand geworden ist. Und dazu gehört eine Differenz, eine infinitesimale Differenz der Funktionswerte, df von x. Und hier haben wir den Abstand dx. Das df von x, das können wir auch dy bezeichnen. Und dann stellen wir fest, dass f von x0 plus h, Minus f von x0, was wir auch manchmal haben wir das, ähm, das h auch als dx oder dx0 ist ein bisschen komisch, aber als so, so, so ein, so ein äh, griechisches Delta x wird das auch gerne mal bezeichnet in Schulbüchern, durch x0 plus h minus x0. Das strebt jetzt gegen die Differenz der Funktionswert und zwar die infinitesimale Differenz durch d an der Stelle x. Null. Ja, jetzt haben wir eine gewisse Konfusion erzeugt, weil wir ein d von x0 haben und damit immer noch auf die Stelle referieren. Jetzt stellen wir fest, in dieser Notation brauchen wir das x0 eigentlich gar nicht. Das streichen wir mal aus. Wir haben ja keine Konkurrenz, wir haben keine andere x dabei. Und wir stellen fest, wir haben jetzt einen Grenzübergang für h gegen 0. Und dort steht genau genommen f von x plus h minus f von x, diese Differenz der Funktionswerte durch die Differenz der Argumente strebt gegen d von f von x durch dx. Dieser Differentialquotient, diese beiden Ungetüme heißen die Differentiale. Es ist also kein Zufall, dass wir das als Differentialquotient bezeichnen. Es ist auch kein Zufall, dass wir es so schreiben. Sondern wir denken uns den Grenzübergang für den Vorgang, dass der rechte Punkt hier, dieser, gegen den linken strebt. Wobei wir unter der Lupe ja genau diesen Prozess des Strebens aufgelöst haben. Die Lupe vergrößert uns äh, infinitesimale Stücken zu endlichen und endliche macht sie unendlich. Groß. Wir dürfen also mit diesen differentialen rechnen. Das dürfen Sie als angehende Ingenieurinnen und Ingenieure. Äh, Mathematikerinnen und Mathematiker dürfen das eigentlich nicht, weil sie sich erst ganz genau überlegen müssen, was das D sein soll und was das tut. Und sie merken, dass ich ein bisschen äh, herumrede und äh, sie dafür motivieren möchte, diese Schreibung zu akzeptieren, weil im Rahmen unserer Vorlesung die Zeit eigentlich nicht reicht, um das so absolut genau zu klären und weil es für die allermeisten Anwender auch nicht ganz so dringend ist, diese perfekten Hintergründe zu kennen oder das, was die, wie die Mathematiker diesen Vorgang gerettet haben, sondern diese Vorstellung haben von einer, einer Größe, die immer kleiner und kleiner und kleiner wird und gleichzeitig mit dem, äh, mit dem Differenz der Argumente. also klein, gleichzeitig mit dem kleinerwerden werden der H's werden auch die Differenz der Funktionswerte kleiner. Die Prozesse hängen also zusammen. Das H kann nicht kleiner werden, also die Differenz im Nenner, ohne dass die Differenz im Zähler kleiner wird. Unten an der Lupe sind zwei Striche, das ist eine Frage aus dem Skript, die beide fast aufeinander liegen sollen, oder die aufeinander liegen sollen, außerhalb der Lupe. Und da steht also x0 und x0 plus dx unter der Lupe. Man könnte das nochmal demonstrieren, wenn man das farblich klärt. Hier hätten wir also einen orangen. Markierung, das ist dieser Wert und dazu passend nehmen wir hier in dunkel lila, wenn es dunkel lila ist, dieses Stückchen hier und das liegt außerhalb der Lupe ganz genau daneben. Sie könnten es sich so vorstellen wie Vorder- und Hinterrad eines, eines Fahrrades bezogen auf den dramatischen Anstieg von Bad Harzburg nach Torfhaus hoch. Der Unterschied zwischen diesen guten Meter zwischen ihren Fahrrädern und den 10 Kilometer, die es bergauf geht, das motiviert das als ein ganz winziges kleines Stück anzusehen. Wir definieren eine Funktion f heißt in x differenzierbar. Da müsste man sich über das Wort kurz überlegen. Etwas, was essbar ist, das kann man essen. Etwas, was differenzierbar ist, das kann man differenzieren. Also es besteht die Möglichkeit, sie zu differenzieren. Es besteht die Möglichkeit, eine Abbildung zu bilden, wenn der Differentialquotient, also der Grenzwert, für h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h existiert. Ja, also das ist auch ein Punktbegriff. Und wenn das so ist, dann heißt f' von x die Ableitung im Punkt X von f im Punkt X Differenzierbarkeit ist auch ein Punktbegriff, also es gibt Funktionen, die sind nur in einem einzigen Punkt nicht differenzierbar, das ist relativ leicht, die Betragsfunktion. Die hat bei 0 einen Knick. Ja, wo sie knickt, hat sie keine Tangente. An allen anderen Punkten hat sie eine Tangente, das ist nämlich der Anstieg 1 oder minus 1. Und genau da, wo sie knickt, da können wir die Tangente natürlich nicht anlegen. Wenn Sie hier die Betragsfunktion Betrachten und das ist die Stelle f von x gleich Betrag von x, das ist die Stelle x0 gleich 0, dann kriegen Sie, wenn Sie ein, eine Sekante bilden, mal die Sekante mit Anstieg 1, in blau und äh, in violett die Sekante mit Anstieg minus 1, und wenn Sie sich also den Punkt 0 nähern, dann kriegen Sie bei der blauen Seite Anstieg 1 und bei der anderen den Anstieg minus 1. Was eine Tangente angeht, könnten Sie ebenso gut sagen, das ist als taugt als Tangente und das inspiriert nur in einem Punkt. Und manche Leute sagen, die Tangente soll die x-Achse sein, wenn sie die Selbstherrlichkeit besitzen, das festlegen zu wollen. Dann können Sie das natürlich tun. Aber bei dem Differenzenquotienten ähm, kommt das nicht raus, der Grenzwert existiert nicht, es gibt keinen Differentialquotienten, also gibt es auch keine Ableitung an der Stelle. Die Funktion ist nicht differenzierbar bei x gleich 0. Bei x 0 gleich 0. Jetzt nehmen wir noch ein anderes Beispiel und da nehmen wir die Funktion f von x ist gleich x Quadrat mal dx dx war die dirichlet funktion die gibt also die Antwort, ob die Zahl rational ist oder nicht. Also bei rationalen Zahlen die 1 und bei irrationalen Zahlen die 0. Das heißt, bei dieser schönen Funktion haben wir folgenden Umstand für rationale x. x aus den rationalen Zahlen kriegen wir eine Perlenkette, die, einer, die auf einer Parabel liegt. Da kommt dann immer x quadrat raus, weil dx ja für rationale Werte, die ähm, 1 liefert und für irrationale Werte, für x also nicht in den äh, rationalen Zahlen, kriegen wir lauter Nullen raus. Diese Funktion besteht also sozusagen aus einer rationalen und einer irrationalen Perlenkette. Die irrationale liegt bei 0 und die rationale liegt immer bei x2. Die Funktion ist natürlich nicht differenzierbar in allen Punkten außerhalb der Null, denn sie ist noch nicht einmal stetig. Sie zappelt auf beliebig kleinen Abschnitten, beliebig stark hin und her. Wir finden also zwei Zahlen, die winzig, winzig dicht nebeneinander liegen und die Funktionsdifferenz der Funktionswerte ist endlich. Also, da existiert kein Grenzwert. Aber hier bei 0, bei x0 gleich 0, stellen wir fest, wir finden eine Tangente. Das könnten wir jetzt so, so leichtfertig sagen. Ja, die äh, Tangente an die blaue Perlenkette und die an die ähm, orange sind gleich. Ja, das ist äh, schön, aber wir müssten es natürlich nachrechnen. Und dann würden wir hier Folgendes nachrechnen. Wir nehmen den Grenzwert für h gegen 0 von f von 0 plus h minus f von 0 durch h. Jetzt setzen wir ein, was wie unsere Funktion gegeben ist. Das hier steht also h d von h minus 0 ist rational, also 0 durch h. Das heißt, hier steht der Grenzwert für h gegen 0 von h mal d von h. d von h, die direkte Funktion, liefert Werte zwischen 0 und 1. Und damit stellen wir fest, wenn h gegen 0 geht, dann geht h mal d von h, nämlich das liefert genau die Werte 0 oder 1, ja? also Werte zwischen 0 und 1. Das geht also gegen 0, der Anstieg ist 0. Und in der Tat hatten wir schon den Anstieg der Tangenten hier, die genau in dem einen Punkt existiert, als 0 eingezeichnet. Sie sehen also, die Ableitung ist ein Punktbegriff. Es gibt Funktionen, die sind nur in einem einzigen Punkt steht, äh, ableitbar, differenzierbar. Und in allen anderen Punkten nicht. Es gibt umgekehrt Funktionen, die sind überall außer in genau einem Punkt differenzierbar. Die beiden Beispiele sehen wir hier. Für viele Funktionen geht es natürlich super gut und wir werden die Standardfunktionen in Kürze ableiten. Bevor wir das tun, ähm, gönnen Sie uns ein paar Definitionen. Erstmal sagen wir, wenn die Ableitung einer Funktion f' aus dem Gesamtintervall von a bis b, also von einem abgeschlossenen Intervall, wenn die Ableitung wieder stetig ist, dann sagen wir, die Funktion f heißt stetig differenzierbar. Stetig ist in diesem Moment ein, äh, hat die Gestalt eines Adverbs. Wie ist die Funktion differenzierbar? Sie ist so differenzierbar, dass das Ergebnis wieder stetig ist. Das heißt also, eine Funktion, die stetig ist, das haben wir vor zwei Wochen diskutiert, die können Sie sich lax so vorstellen, dass sie also keine Sprünge hat und, und keine Ausreißer. Und ähm, eine Funktion, die differenzierbar ist, hat überall eine Tangente. Und wenn die, die Ableitungsfunktion selbst wieder stetig ist, dann heißt die Funktion F stetig differenzierbar. Das ist also mehr. Ja? Wenn jemand schön singt, ist es stärker einschränkend, als dass jemand nur einfach singt. Ja? Dieses schön spezifizierte Singen des F das ist differenzierbar und zudem ist es noch stetig differenzierbar. Also die Ableitung, die ist auch ähm, noch stetig. Und dann definieren wir uns die Menge aller stetigen Funktionen. Die Menge aller stetigen Funktionen, das ist der Funktion, die das abgeschlossene Intervall AB in die reellen Zahlen abbilden, das ist selbst ein Vektorraum. Da erinnern Sie sich sicher an das, was Herr Staudson erzählt hat. Sie können Linearkombinationen bilden und die liegen immer noch sinnvoll in dieser Menge. Und der Vektorraum wird mit C bezeichnet, wie Englisch continuous. Und dahinter kommt das Intervall oder das wo die Funktionen stetig sind. Die passende Norm dazu zu dem Vektorraum, also passend in dem Sinne die übliche Norm. Sie können natürlich unterschiedliche Normen definieren, die nach diesem Vektorraum benannt wird. Ist ein ähnelt der Maximumnorm. Wir schreiben die Norm und darunter Schreiben wir den Vektorraum. Das ist das Maximum der Beträge, also den größtmöglichen Abstand von der Null, den Funktionswerte in diesem Intervall haben können. Ja, wir messen den, den Abstand von der Null, indem wir sagen, da wo sie am meisten ausreißt, diesen Wert nehmen wir und dieses Maximum existiert, weil die Funktionen f ja stetig sind. Wir definieren... C1, das ist der Vektorraum aller mindestens einmal, also in der Mathematik sagt man das eigentlich nicht dazu, was einmal stetig differenzierbar ist, das ist okay, aber wir er, er, er erinnern uns daran, dass wir vielleicht da und dort Schwierigkeiten haben mit diesem, wenn jemand einen Topf hat, das, ob er nicht vielleicht auch zwei hat oder drei, also der Vektorraum aller mindestens einmal stetig differenzierbaren Funktionen. Und die passende Norm dazu, das ist die Norm von F zu C1, die schreiben wir jetzt hier dran, die gehört sozusagen natürlicherweise in diesen Vektorraum. Das ist das Maximum, was wir eben schon hatten. Und jetzt sagen wir aber diese, in diesem Raum, wo auch die Ableitungen existieren, betrachten wir die Ableitung auch als einen Abstand. Das heißt, wir haben hier das Maximum, das geht in den Abstand ein. Und wenn Sie also diese Funktion ähm, betrachten, äh, f, dann messen Sie den Abstand von der 0, indem Sie den, äh, das f messen, wie eben in dem Raum der stetigen Funktion, und dazu kommt das äh, Maximum der Ableitung. Das führt dazu, dass eine Funktion, die zappelt, die zum Beispiel so ganz doll zappelt, dass wenn das f ist, die hat eine kleine Norm in dem Raum der stetigen Funktion. Ja, wir könnten uns ja vorstellen, dass dieser Abschnitt hier klein ist. Ich habe es so gezeichnet, dass es kaum passt. Allerdings sind die Ableitungen... Die könnten ziemlich groß sein. Das heißt, diese stark oszillierende Funktion hat eine große Norm in C1. Ja, die hat eine große C1. -Norm. Das heißt, die Normen sind unterschiedlich. Jetzt werden Sie sich sicher fragen, warum ich Sie mit diesen Räumen behellige. Also, gerade Anwenderinnen und Anwender, Ingenieurinnen und Ingenieure finden es durchaus wichtig, diese mathematischen Sachen abzukürzen. Und zum Beispiel in bei den finiten Elementen, wo man äh, Verformung von Materialien zum Beispiel ausrechnet, da äh, zerlegt man das Material wissen wir, in ganz viele kleine Stückchen. Typischerweise sind die im, in, im Bild, in populärwissenschaftlichen äh, Sachen als kleine Dreiecke oder manchmal auch als kleine Vierecke dargestellt. Jetzt ist es ähm, wichtig, dass die Annäherung an die eigentliche Verformung, die Sie ausrechnen wollen, mindestens stetig ist. Aber sie soll auch stetig differenzierbar sein. Das heißt, also wenn Sie über diese Approximation mit den Fingern rüberstreichen würden, würden Sie keinen Knick erleben. Sie soll genügend glatt sein. Das liegt daran, weil die wirkenden Kräfte zu den zweiten Ableitungen passen. Also wenn die erste Ableitung noch stetig ist, dann könnte die zweite Ableitung springen. Aber sie ist äh ja, sie kann vieles machen, aber das ist sozusagen eine wichtige ähm, Eigenschaft bei der Approximation von solchen ähm, Funktionen. Und äh, dort spricht man dann von C-Ansatzfunktionen, also die stetig sind, oder C1-Ansatzfunktionen, die äh, etwas glatter sind, sie sind mindestens stetig differenzierbar. Und äh, es ist eine ganze Vorlesung, die sich sicher besuchen werden äh, zu Kontinuumsmechanik äh, und zu finiten Elementen in der Kontinuumsmechanik oder zu finiten Elementen in anderen Dingen. Das ist sozusagen ein ganz zentrales Simulationstool, um äh, ja, Verformungen, auch teilweise äh, elektrische Phänomene, äh, alles Mögliche zu beschreiben. Und äh, dort werden Sie sich damit beschäftigen, dass natürlich, wenn Sie eine, eine Funktion annähern, eine reale Verformung, Sie nicht vielleicht nicht nur die Verformung selbst gut treffen wollen, sondern auch die Verzerrung und die Spannung und letztendlich die resultierenden Kräfte. Da ist es also nicht klar, dass eine solche Funktion, die wir hier so als Zickelzackel, äh, nein, eigentlich nicht als Zickzack, damit verbinden wir Ecken, sondern als sehr stark oszillierende Funktion aufgeschrieben haben eigentlich weiter von der Null entfernt ist, der konstanten Funktion, als die entsprechende Funktion, die weniger stark zappelt. Also in Ihrer Motorhaube so aussehen würde, wenn Sie es natürlich nicht als glatt akzeptieren. Und dann können Sie als Übungsaufgabe die Normaxiome gerne nachrechnen. Die sind nicht besonders kompliziert. Es ist, der Trick ist, stehen ja im Skript dass Sie sich verdeutlichen, was Sie da tun. Wenn Sie zum Beispiel die Dreiecksungleichung nachweisen wollen, dann müssen Sie nachweisen, dass das Maximum des Betrages, der Summe von zwei Funktionen, kleiner gleich ist dem Maximum des Betrags der einen Funktion und dem Maximum des Betrags der anderen Funktion. So, jetzt wirkt das als erstes sehr, sehr spröde. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sie lassen ein paar Leute zum Beispiel im Zehnkampf antreten. Und dann kriegen man ja Punkte auf die einzelnen Disziplinen, das wird zusammen addiert. Und die Summe, das Maximum dessen, was jemand bekommen hat an dieser Summe, das ist definitiv kleiner als die Bestleistung in der jeweils einzelnen Disziplin. Da ja, müssen wir versuchen, das auseinanderzubekommen. Und äh, wenn Sie also die Beste im 100-Meter-Lauf nehmen und die Beste im 800-Meter-Lauf und die beste Höhe im Hochsprung und rechnen jeweils die Punkte aus, dann kriegen Sie natürlich deutlich mehr als der Sieger dieser Disziplin hat. Und es gibt nur einen Fall, wo Sie das gleich haben. An der Stelle nämlich, dass der Sieger dieses Zehnkampfes wirklich auch jede einzelne Disziplin als bester abgeschlossen hat. Das ja, ist die einzige Stelle, die Dreiecksungleichung, wo man sich ein bisschen was überlegen muss. Und das äh, habe ich Ihnen jetzt erzählt. Und den Formalismus rechnen Sie selber bitte nach. Und dann geht das für alle anderen Normen um, ganz analog. Und natürlich können Sie auch, Höhere äh, Glattheitsanforderungen stellen. C2 bedeutet zweimal stetig differenzierbar, C3 dreimal stetig differenzierbar und so weiter. Viel mehr kommt dann nicht vor und Sie merken, der, das Wort, was ich hier verwende, ist Glattheitsanforderung. Die Funktionen werden immer glatter, sie haben immer weniger Ecken damit, und, und, und Knicke. Ja, stetige Funktionen dürfen noch Knicke haben. Bei differenzierbaren Funktionen könnte es Ihnen passieren, dass die Ableitung sogar unstetig ist. Bei stetig differenzierbaren Funktionen darf die Ableitung einen Knick haben. Das heißt, Sie dürften zum Beispiel eine Parabel an eine Gerade anstücken. Und wenn Sie es geschickt machen, sodass die Tangente existiert, dann haben Sie eine stetig differenzierbare Funktion, die aber nicht zweimal stetig differenzierbar ist. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu den Ableitungsregeln. Wir wollen vielleicht nicht immer für jede Funktion diesen Differenzenquotienten aufstellen und den Differentialquotienten als Grenzwert berechnen. Und wir beschäftigen uns jetzt mit den Ableitungsregeln, bevor wir die Ableitung von Standardfunktionen tatsächlich ausrechnen. Und dann nehmen wir die Produktregeln es gibt zwei Regeln, das ist hübsch. Es gibt also eigentlich neben den ganz intuitiven Sachen genau zwei Regeln, nämlich die Ableitung eines Produktes und die Ableitung einer Verkettung. Und wir beschäftigen uns mit der Produktregel. Wir haben also zwei differenzierbare Funktionen u und v. Also jede einzelne Funktion ist differenzierbar. Wir könnten jetzt beweisen, dass das Produkt auch differenzierbar ist. Das machen wir im Grunde genau jetzt. Und da rechnen wir gleichzeitig die Produktregel aus. Wir haben also zwei differenzierbare Funktionen. Die Ableitungen existieren also. Und die nennen wir U und V. Und jetzt bestimmen wir die Ableitung von U mal V. Das heißt, wir nehmen U mal V als Produkt, die Funktion. Machen wir eine Klammer drum und dann setzen wir die Ableitung davon an der Stelle X. Und das ist laut Definition der Differentialquotient, wir sehen also den Grenzwert für h gegen 0 von und jetzt nehmen wir die Differenz der Funktionswerte, das ist u von x mal h plus v, mal v plus mal von x plus h, das ist also f an der Stelle x plus h an diesem verschobenen Stückchen minus u von x mal v von x, wenn ja, wir also u mal v als äh, wollten wir ableiten als Ganzes, aber wir wissen ja u mal v, das ist das Produkt der Funktionswerte an der Stelle, das müssen wir durch h dividieren. Und jetzt machen wir etwas, das nennen wir typischerweise eine nahhafte Null, die wir einfügen. Das heißt, hier steht u von x plus h mal v von x plus h minus u von x mal v von x. Und dazwischen schreiben wir 0 hinein und das machen wir in, in, in Violett. Minus u von x mal v von x plus h plus u von x mal V von x plus h. Ja, da wird also jeder sagen, ja, das stimmt, aber warum haben wir es nur getan? Ja, also wir haben eine Null, eine nahrhafte Null eingeführt, also dass wir eine Null eingeführt haben, das sehen Sie, dass die nahrhaft ist, das sehen Sie gleich. Und das geht folgendermaßen, wir nehmen diesen Grenzwert auseinander. Wir haben einerseits den Grenzwert von U von x plus h minus U von x durch h mal V von x plus h plus Grenze, Sie sehen, wir haben das V von X plus H ausgeklammert. Jetzt können wir das U von X ausklammern. Das haben wir relativ geschickt eingerichtet. Und dann steht hier dieses. Das heißt also, unsere nahhafte Null war nicht irgendwie, sondern planvoll und trickreich, hinterlistig und gemein haben wir die eingeführt. Und jetzt stellen wir fest, in diesem Ausdruck haben wir hier, oi, das geht gegen U' von X, so haben wir es definiert. Das geht gegen v' an der Stelle x haben definiert und das, wenn h gegen 0 geht, das geht einfach nur gegen v von x. Das heißt, wir kriegen hier u v. Davon die Ableitung an der Stelle von x ist u' von x mal v von x plus u von x mal v' von x. Und in Kurzform merken sich relativ viele u v' ist u' v plus u. Mal V'. Strich. So. Tolle Sache, haben wir hier ausgerechnet. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Vorstellung davon, was haben wir eigentlich äh, getan. Was haben wir eigentlich hier ausgerechnet? Und um uns das besser vorstellen zu können, machen wir folgendes. Wir denken uns einen ähm, Gruselfilm, ich glaube das Original oder das mir älteste, mir bekannteste Original ist von Edgar Allan Poe, eine Erzählung die Protagonisten sind in einem Raum und die Wände kommen enger zusammen, enger. Das wird natürlich immer bedrohlicher und die Fläche des Raums verändert sich. Das ist mittlerweile in vielen Filmen aufgenommen worden, wo immer die Leute sind. Und wir machen das aber anders. Wir sind jetzt hier, Weihnachtszeit. Wir machen unseren Raum größer. Wir haben hier einen Raum, der ist rechteckig. So. Und die eine Seitenfläche, der Seitenlänge, das ist U und die ist ja zeitabhängig. U von T und dann das V von T. Also genau genommen könnten wir auch U und V schreiben. So, und der Fläche unseres Raumes ist F von T, ist U von T und mal V von T. Und jetzt hatte ich ja gesagt, wir sind nicht im Gruselfilm, unser Raum wird größer. Und dazu wird der Raum also hier ein bisschen größer und in die Richtung wird er auch ein bisschen größer. Jetzt könnten wir sagen, wenn wir das unter der Lupe machen, dann ist das hier DV und hier unten das DU. Ja, das ist diese Infinitesimale Vergrößerung. Wir betrachten es nur für einen ganz winzigen Moment, oder wir könnten uns vorstellen, wir, wir betrachten es zuerst in dem Film. Unser Raum wird jetzt größer und dann lassen wir den Film in Zeitlupe laufen und in Doppelzeitlupe. Und irgendwann gucken wir uns dann diesen Film genauso an, wie diese Leute, die die Filmfehler finden. Ja, die finden, dass das Preisschild von der Unterhose aus dem Piratenbund äh, heraushängt in einer Kampfszene. Die Leute, die das machen, die machen im Grunde das, was wir auch machen. Sie gucken sich jetzt dieses Vergrößern immer langsamer und langsamer und langsamer äh, an. Und wir stellen uns also vor, dass unsere Vergrößerungen hier infinitesimale Vergrößerungen sind. Und jetzt sehen wir, dass wir hier ein Stückchen Vergrößerung haben. Und. Hier. Das heißt, wir haben zwei Stücke, die sich vergrößern. Da haben wir eine Fläche von V mal du und in Rot haben wir eine Fläche von U mal dv. So, jetzt werden Sie jetzt sicher fragen, was ist das hier? Ja? Das erkläre ich gleich, aber Sie können sich schon mal erinnern daran oder vielleicht fragen Sie Ihre Eltern. 50 Millionen Handwerkerrechnung waren nicht bezahlt von Herrn Schneider in Leipzig vor einigen Jahren. Und der Vertreter der Deutschen Bank hat gesagt, das seien Peanuts. Ja, also unsere Peanuts sind hier das orange kleine Stückchen. Das ist DU mal DV. Das ist viel, viel kleiner als 50 Millionen. Das ist ja quadratisch infinitesimal klein. Das hat mit der Zahl überhaupt gar nichts zu tun. Und hier haben wir also im Grenzprozess für DU immer kleiner oder DU enthält ja schon diesen Grenzprozess ich werde wieder so ein bisschen ähm, esoterisch und sie versuchen dass ich sie zu überzeugen versuche dass DU das ist schon diese null mit vergangenheit es ist eigentlich nur von der breite null aber es hat noch die einheit meter und es erinnert sich daran dass es mal mehr war es ist dieser Prozess das DV auch und das orange Stückchen, das wird quadratisch kleiner, das wird also noch viel schneller kleiner als die anderen, wenn DU und DV zwei Prozesse werden, die denken wir uns mal. Sie werden linear kleiner, aber das ist nicht zwingend, dass sie linear kleiner werden. Aber würden sie das, dann würden die anderen quadratisch kleiner. Wenn also du und dv beide so in der Gegend von ein Zehntel sind, dann ist das orange Stück in der Größe von ein Hundertstel. Wenn du und dv beide in der Größe von ein Tausendstel sind, dann ist das Stück du mal dv in der Größenordnung von ein Millionstel. Das wird also quadratisch kleiner. Das wird sozusagen mit O von h klein. Und jetzt können wir sagen, die Änderung von f, die Änderung dieses Flächeninhaltes. Das ist jo, erst in Blau, du mal v, das blaue Stück, plus u mal dv, das rote Stück. Also f ändert sich über zwei Wege. Ja, F ist das Produkt äh, von, von beiden. Und äh, wenn Sie beide Sachen ändern, dann ändert sich das F über beide, über den blauen und den roten Weg. Also, wenn Sie zum Beispiel einen, einen Studentenjob haben und Sie kriegen 10 Euro pro Stunde und Sie dürfen vier Stunden arbeiten, und jetzt ändern Sie beide Größen. Jetzt kommen Sie zu dem nächsten Job und da kriegen Sie für sechs Stunden eine Beschäftigung und kriegen 15 Euro. Dann ist natürlich klar, dass Sie beide Änderungen berücksichtigen müssen. Ja, für solche Großen ist das so rangestückt natürlich nicht ganz Peanuts, sondern relativ groß. Jetzt ändert sich das Ganze über die Länge der Zeit und dann ändert sich auch noch die Bezahlung und die wird hoffentlich besser. Und äh, deshalb haben wir dieses Pluszeichen. So könnten wir uns das Ganze hier motivieren. Und wir sehen, dass wir jetzt die Differenziale, das, wovor die Mathematiklehrerin und der Mathematiklehrer hoffentlich gewarnt haben, nackt dort stehen haben, ja, ohne das begleitende dt. Das können wir natürlich sofort retten, wenn wir sagen df nach dt. Die Ableitung von f nach t ist du nach dt. Wir haben also durch dt dividiert dV nach dt und dann steht wieder die Produktregel da oben. Wir können allerdings auch sagen, dass die Zeile davor, wo die Differenziale sozusagen nackt standen, auch korrekt und richtig ist, weil wir eine Verbindung dieser beiden Prozesse oder hier sogar drei, das du wird klein, das dv wird klein und davon hängt die Änderung des Kleinwerden dieser, dieser Differenzfläche ab. Dass wir von zwischen diesen einen Zusammenhang hergestellt haben. Wir dürften also in dieser Gleichung zum Beispiel auch durch die Du dividieren. Können Sie mal ausprobieren, gucken, ob da was Sinnvolles bei rauskommt. Und dann könnten Sie da auch Zusammenhänge von bekommen. In Thermodynamik zum Beispiel, der Thermodynamik wird man davon ausgiebig Gebrauch machen. Man muss immer berücksichtigen, dass die Größen zusammenhängen, dass wir also die kleinen Änderungen, die wir uns vorstellen, diese infinitesimalen Änderungen, dass wir die alle im Zusammenhang betrachten. Die können in der Tat nicht wirklich alleine da sein. Wenn sie ganz alleine da sind, 1 plus dx, das ist zum Beispiel gleich 1. Das dx ist ja sozusagen eine Null mit Vergangenheit. Wenn wir sie zu etwas endlichem dividieren, diese Null, dann bleibt es genau die gleiche Zahl, die es vorher war. Wenn wir aber eine Null mit Vergangenheit durch eine andere Null mit einer anderen, aber damit zusammenhängenden Vergangenheit dividieren, dann kriegen wir den Differentialquotienten und Da kommt dann was Richtiges raus. Warum man U und V nimmt, äh, ja, es gibt eine, das ist eine Frage aus dem äh, Skript. Es gibt so eine Art mathematische ähm, Symbolik, ja, also ähm, äh, K, L, M und N sind die ganze Zahlen, I und J sind Zählindizes, wenn es nicht gerade das aufstrebende rechte I ist von. Der imaginären Einheit und ähm, ABC sind sozusagen eher Parameter. Manche sind natürlich auch ähm, festgelegt auf, ja, D ist es gerne ein Durchmesser, ein Abstand, eine Distanz. Ähm, X und Y sind äh, die typischen Variablen für zwei äh, Koordinatenrichtungen oder Y von X. Z ist ein bisschen auf das Komplexe festgelegt, W ist wirklich umständlich. Dann bleiben im gewissen Sinne U und V als relativ allgemeine Funktionen übrig. F und G sind eher so spezielle Funktionen. Das ist nicht absolut festgelegt, aber es gibt, es gibt so eine gewisse Logik und Systematik drin. Und deshalb wird die Produktregel typischerweise mit U und V aufgeschrieben. Fehlt da nicht der kleine Anteil du mal dv? Das ist eine tolle Frage aus dem Skript. Dankeschön. Wir machen eine Bemerkung und fragen uns jetzt, wir fragen uns das Ganze mal in Orange, was wäre, wenn wir df gleich du mal v plus u mal dv plus du mal dv aufschreiben? Ja, dann könnten wir uns denken, dass wir jetzt das als Ganze als dt betrachten hier, dt und dt und hier haben wir d T und jetzt müssten wir natürlich, damit das vernünftig aussieht hier von der mathematischen Architektur, das Ganze ein bisschen korrigieren. Mal V plus U mal plus. So, was haben wir? Wir haben hier etwas Endliches, weil es eine Ableitung ist und die Funktionen differenzierbar sein sollen. Da haben wir etwas Endliches. Hier haben wir etwas Endliches und hier bleibt ein nacktes Differential übrig. Ja, es geht gegen Null. Es ist eine Null mit Vergangenheit oder eine Null im Werden, wie auch andere Leute, die sich mit sowas beschäftigen äh, als oder der Vermittlung dessen sagen. Eine Null mit Vergangenheit oder eine Null im Werden, das ist aber letztendlich eine Null. Ja, also dieses infinitesimale Stückchen, was also klein und kleiner und kleiner sein kann, das hat kein Verhältnis, was es abfedert, so wie ich es eben beim Differentialquotienten erklärt habe. Und das heißt, dieses Gebilde, das strebt so sehr gegen Null, dass es praktisch Null ist. Das sind die Peanuts. Ja, an der reinen Flächenformel für endliche Größen fehlt es. Für infinitesimale Größen fehlt es nicht. Dazu habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht, das habe ich aufgeschrieben. Das ist von Christoph Lichtenberg, dem ersten Ordinarius für Experimentalphysik, also der erste Lehrstuhlinhaber für Physik in, ja, Großraum Deutschland, würde ich sagen, ich weiß nicht ganz genau, aber ich denke, was damals sozusagen Deutschland war, 1772 bis 1799, gelebt, und der hat es folgendermaßen formuliert. Der große Kunstgriff, kleine Abweichung von der Wahrheit, für die Wahrheit selbst zu halten, worauf die ganze Differentialrechnung gebaut ist, ist auch zugleich der Grund unserer witzigen Gedanken. Wo oft das Ganze hinfallen würde, wenn wir die Abweichung in einer philosophischen Strenge nehmen würden. Sie sehen also, das, was ich die ganze Zeit versucht habe, das hat auch dieser ähm, erste Ordinarius für Experimentalphysik, der für seine Aphorismen deutlich mehr bekannt ist als für dieses, diesen Fakt ähm, erkannt und in dieser Art und Weise formuliert. Es ist in der Tat das ist eine eine super Bemerkung, über die man nachdenken muss und die man natürlich letztlich erst klären könnte, wenn man diese Bedeutung von dem Differential d, wasserdicht geklärt hat. Deswegen ist die Mathematik an vielen Stellen bestrebt, eigentlich überall bestrebt, ganz saubere Definitionen dafür anzugeben und hier haben wir ein Stückchen, wo ich ein bisschen herumrede und sie versuche dafür zu motivieren, einfach so ein bisschen Lachs damit zu rechnen, als ob es was ganz Kleines wäre und dabei im Hinterkopf zu behalten, dass es immer kleiner und kleiner wird, weil sie ja sozusagen Ingenieurinnen und Ingenieure werden wollen und an dieser Stelle ein Gefühl für das Differential bekommen sollen, ohne vielleicht eine längliche Vorlesung dazu. Im Übrigen hatte ich persönlich den Eindruck, dass ich es danach auch nicht, nach der strikten Definition auch nicht wirklich viel besser wusste, das muss ich gestehen. Da hatte ich schon den Eindruck, dass also die Anwendung und diese Vorstellungen, die wir hier damit entwickeln, nützlicher sind, was alle praktischen Umgang angeht. Natürlich ist es sehr, sehr spannend herauszufinden, was es eigentlich sein könnte, zumal Ingenieurinnen, Ingenieure, Physikerinnen, Physiker und viele andere auch mit diesen Differentialen schon lange gerechnet haben, bevor die Mathematik eine wasserdichte Erklärung hatte. Was es ist, aber wir wollen heute uns noch mit der Kettenregel beschäftigen. Die Kettenregel betrifft verkettete Funktionen. Wir versuchen also jetzt die Ableitung von einer Verkettung von Funktionen x darauf wirkt jetzt die Funktion v und v von x und dann ähm, wirkt auf das v von x das u und das Ganze leiten wir bezüglich x ab. Laut Definition, wenn wir das jetzt wieder so formell aufschreiben, dann setzen wir jetzt hier in diese verkettete Funktion x plus h ein, minus u von v von x durch h. Und jetzt machen wir wieder einen Trick. Und äh, zugegeben, auf den Trick wäre man vielleicht nicht sofort gekommen. Ähm, deshalb ist ja auch ein Trick und sozusagen ein Stückchen des Beweises. Und wir schreiben das h hier hin. Und wir ergänzen diesmal. Gewissermaßen eine nahrhafte 1. Vx plus h minus V von x. V von x plus h minus V von x. Und jetzt sehen wir was, was Hübsches. Nämlich hier an dieser Stelle. Das Ganze konvergiert gegen V Strich von x. Ja, das ist leicht. Das ist so ist genau definiert. Das andere ist ein bisschen schwieriger. Und zwar machen wir, schauen wir uns Folgendes an. Wir haben hier die Stelle V von X und die haben wir da oben auch. Und jetzt haben wir die Differenzen der V-Werte. Pink minus Orange. Und da oben haben wir U von den Differenzen der V-Werte. Und weil ja v mindestens stetig ist, wenn es differenzierbar ist, was die strengere Eigenschaft ist, ja, die, die einschränkendere Eigenschaft, dann ähm, wird das, äh, wird, mit h gegen 0 wird auch v von x plus h minus v von x gegen 0 gehen. Also wenn das h klein wird, dann würden auch die ähm, Funktionswerte von v enger zusammenrücken. Ja? Die liegen dann in jedem beliebig kleinen von diesen epsilon. Ja, Streifen, würde ich an der Stelle sagen. Und jetzt haben wir also die Differenz der U-Werte durch die Differenz der V-Werte. Und dieses strebt gegen U' die Ableitung an der Stelle V von X. Ja, hier haben wir also die orange Stelle eingetragen. Das werden wir uns mal aufschreiben an der Stelle. Das ist die Ableitung von U, U' an der Stelle, und da haben wir jetzt das Orange. Wir könnten für das Orange auch irgendwas anderes einsetzen. Ja, wenn wenn es eine Kartoffel im Definitionsbereich wäre, dann wäre das U- von Kartoffel. Da müssen wir also die Kartoffel einsetzen. Ja, Kartoffeln sind typischerweise also nicht im Definitionsbereich von Funktionen, aber nur zur Verdeutlichung und hier auch farblich untermauert. Das heißt, wir brauchen diese. Einzelne Stelle. Und jetzt kriegen wir heraus, dass d nach dx von u, von v von x, von dieser Verkettung, das gleiche ist wie u- von v von x, mal v- von x. Wir können das noch schicker aufschreiben. Dann schreiben wir du nach dx ist gleich du nach dv, denn wir leiten ja nach dem v ab, ja? mal dv nach dx, jetzt sieht es fast so aus, als hätten wir den Differentialquotienten du nach dx mit dem v erweitert. Das durften wir durchaus tun, weil das dV zusammen mit dx und du sich der, der Null nähert. Die haben wir, haben wir also weitere Abhängigkeiten dazwischen und dieses bezeichnen wir als Kettenregel. Hier haben wir die sogenannte innere Ableitung. Und u um könnten wir als äußere Ableitung betrachten. So, jetzt gibt es einen, einen Anteil von Studierenden, die lernen das auswendig. Und dann drei Tage vor der Klausur, ja, dann ist das Klausurfieber, das ist dann mindestens bei 45, in höchstem Erregungszustande versuchen sie gewaltsam, ja, wie man zum Beispiel eine Schlange, die einen angreift, zu erwürgen versucht, haben Sie das schon mal probiert? In irgendeiner Weise das in den Griff zu kriegen, das ist keine gute Strategie, sondern Sie sollten sich jetzt Gedanken darüber machen, was hier passiert und wie das funktioniert. Wir werden natürlich in Kürze Funktionen ableiten und uns damit beschäftigen, wie wir diese Regel nutzbar machen können. Und vorher versuche ich mal so was Ähnliches wie eine Motivation, um sich dieses Ganze vorzustellen. Wir nehmen als x die Zeit. Ich weiß, Sie mögen die Zeit lieber als t, da wären wir bei der mathematischen oder physikalischen Notation. An dieser Stelle haben wir aber die, die, die Produkte mit x aufgeschrieben, deswegen nehmen wir x als die Zeit. Und dann nehmen wir mit v die Entfernung in Meilen. Und dann haben wir DV nach DX, unsere Reisegeschwindigkeit, 55, und ich schreibe es mal aus, Meilen pro Stunde. Ja, Sie fahren also in einem riesigen Auto mit viel Blech und äh, zartfühlenden 55 Meilen durch eine Landschaft, die sich kaum ändert. Und das verkaufen Sie dann zu Hause als großes Erlebnis. Das können Sie sich jetzt super vorstellen. Es tolle Filme von. Freunde von mir sind mal von Oregon nach Maine gefahren, weil sie das Land mal durchforsten wollten und sie raten allen davon ab, das tatsächlich auszuprobieren. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Und dann nehmen wir U, die Entfernung in Kilometern. Und jetzt haben wir DU nach DX, sagenhafte 88 Kilometer. Pro Stunde und natürlich haben wir auch eine Umrechnung und diese Umrechnung sagt in DU nach DV das sind 1,6 Kilometer pro Meile. Und wenn Sie das ineinander einsetzen, dann stellen Sie fest, dass sich bei dieser Kettenregel sozusagen um eine Änderung der der Skala handelt, um eine Änderung dessen, wonach wir rechnen. Wir haben also U in Kilometern 1, 2, 3 und dann haben wir V 1, 6, 3, 2. Und unter der Lupe sieht dieser Abstand genauso aus wie in groß, weil er nämlich linear ist. Das ist ein linearer Zusammenhang. Das heißt, hier können wir die Lupe draufzeichnen. Sie hat keine Krümmungen, die dann verschwinden, haben einen linearen, tatsächlich einen linearen Zusammenhang. Also die Anzahl Meilen, die wir gefahren sind, die Anzahl Kilometer, die linear zusammenhängen, die ist 1,6 genau als Faktor dazwischen. Genau ein Faktor perfekt linear. Und wenn wir es also auf den Standpunkt beziehen, wo wir losgefahren sind, haben wir eine lineare Abbildung. Und wenn wir es auf einen anderen Punkt beziehen, haben wir immer noch eine lineare Funktion. Daher auch diese Namensverwirrung, die in der Tat, wenn man sich mit linearen Abbildungen beschäftigt, ein ganz klein bisschen ohne äh, Klasse, wenn wir bei beiden hier bei Null anfangen, dann haben wir eine lineare Abbildung und das heißt also, die äh, Differenzen genügen einem linearen Zusammenhang und das motiviert dann diese lineare Funktion. Und jetzt können Sie das alles einsetzen und sehen Sie, Sie haben hier eine Umrechnung. Wir haben also hier die äh, Produktregel und ähm, die Kettenregel aufgenommen, die einzigen beiden echten äh, Regeln. Wir haben zudem die Linearität der Ableitung. Das heißt, der Ableitungsoperator dieses d dx, welches von dem Raum der einmal stetig differenzierbaren Funktion zum Beispiel in den Raum der stetigen Funktion abbildet, weil er es nämlich tut, indem er f abbildet auf f', was wir auch bezeichnen als df nach dx. Ja, das Ganze ist linear und das wissen Sie schon und das haben Sie schon benutzt. Und äh, das Ganze könnten Sie nachweisen, indem Sie sagen, u plus v, die Ableitung davon, also die Ableitung der Summe, ist die Summe der Ableitungen. Ja, manche denken, das gilt in der Mathematik immer, aber das gilt in der Mathematik äh, nicht immer. Das ist was Besonderes. Deswegen schreiben wir es hier auf. Und C mal U und die Ableitung davon C mal U Strichen, das gilt natürlich für alle reellen Faktoren C und für Komplexe auch. Die Reihenfolge von Handlungen, meine Damen und Herren, ist nicht äh, vertauschbar. Ja? Probieren Sie das aus mit Beispielen. Machen Sie, Sie eine Pfanne, tun Sie ein Ei rein und dann stellen Sie es 10 Minuten auf den Herd und dann machen Sie Butter rein. Oder aber Sie nehmen die Pfanne und machen die Butter rein und dann machen Sie es auf den Herd. Das könnte ein Unterschied sein, ja? je nachdem, was für eine Pfanne Sie haben, natürlich, und ob Sie den Herd angemacht haben. Es gibt Situationen, wo es keinen Unterschied macht, aber meistens macht es einen Unterschied. Und hier reklamieren wir, wir können die Summe der Ableitung als Ableitung der Summe ausdrücken. Wir benutzen das eigentlich seit der Schule recht ungeniert und vielleicht entsteht dadurch der Eindruck, man könnte Handlungen immer vertauschen, aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, an dem Beispiel des Eis und der Pfanne. Hm? Nein, nicht immer. Wir leiten jetzt die Standardfunktionen ab. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, zu einer Reihe von Funktionen Ableitungen kennenzulernen. Sie erinnern sich, es gab gar nicht so furchtbar viele Standardfunktionen, also wird es auch nicht so viele Ableitungen von Standardfunktionen geben. Und wir beginnen mit den Potenzfunktionen. Und da nehmen wir mal f von x gleich x hoch n und das n, das soll jetzt eine natürliche Zahl sein und die 0 soll nicht dabei sein. Also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Und jetzt bestimmen wir f- von x. Das ist gleich laut Definition dem Differentialquotienten von h gegen 0. Und jetzt müssen wir hier f von x plus h minus f von x einsetzen durch h. Und jetzt, meine Damen und Herren, dann gebe ich Ihnen ein paar Sekunden, um das im Kopf zu tun, was Sie jetzt aufschreiben würden, was Sie jetzt einsetzen würden. Ja. Es heißt ja immer, Leute würden hinausgeprüft, aber in Wahrheit werden Leute nur ganz, ganz selten wirklich hinausgeprüft. Und das sind Leute, die jetzt hier dran verzweifeln würden für f von x plus h. Wir nehmen also x plus h hoch n minus x hoch n durch h. Also wir haben jetzt f von x eingesetzt. Wir könnten uns denken, das wirkt auch auf eine Kartoffel und die Kartoffel wird dann hoch n genommen und x plus h ist jetzt sozusagen in dem ersten Term die Kartoffel. Das setzen wir ein. Und die Klammer auf der, dem vorletzten Term, das ist die Klammer von dem Funktionsausdruck. Wir könnten natürlich noch eine Klammer in drinnen setzen und sagen, eine Klammer ist die für den Funktionsausdruck und dann klammern wir zur Sicherheit noch x plus h zusammen, damit x plus h zusammen in der Klammer die Kartoffel ergeben. Ja. Im zweiten Ausdruck ist x plus h zwangsweise zusammengeklammert, weil es zusammen als gesamte Kartoffel hoch n genommen werden soll. So, jetzt haben wir hier Grenzwert für h gegen 0. Jetzt wollen wir die binomische Formel, schreiben wir es mal länger auf: x hoch h plus n über 1 mal x hoch n minus 1. Sie erinnern sich hoffentlich aus unseren Überlegungen zu folgen. Da haben wir das nochmal wiederholt und das sah ungefähr so aus und es geht immer weiter und so weiter bis h hoch n minus x hoch n Bruchstrich noch verlängert. Das steht also auf einem Bruchstrich. Jetzt stellen wir als erstes fest, x hoch n und x hoch n, das hebt sich hier wunderbar weg. Und dann stellen wir als nächstes fest, jetzt in Violett, das h kürzt sich und damit kürzt sich diesen und das n wird zu n minus 1. Ein h kürzt sich heraus und übrig bleibt der Grenzwert für h gegen 0 n mal x hoch n minus 1, das h ist ja weggekürzt, plus n über 2, n über 1, das ist n, ja, eine Auswahl aus n unterschiedlichen, das ist n. Geht n mal, ja, also n Sachen, die können immer 1 auswählen, mal x hoch n minus 2 mal h plus und so weiter bis h hoch n minus 1. Und jetzt geht h gegen 0 und dann geht das gegen 0, dann kommt n mal x hoch n minus 1 heraus. Und kurzum haben wir jetzt bewiesen, dass xn die Ableitung hat n mal x hoch n Minus 1 und zur Info, das gilt für alle n ungleich 0. Probieren Sie es einfach mal für, für n gleich minus 1, ob Sie es da direkt zeigen können. Da kommt dann natürlich minus 1 mal x hoch minus 2 heraus. Das ist eine kleine Übung, ein bisschen Bruchrechnung. Und das ist eine... Ableitung einer Standardfunktion. Ich würde es bitte von der Produkt- und Kettenregel trennen. Die Produkt- und Kettenregel sind zwei Regeln, wo Sie Funktionen, die aus anderen Funktionen zusammengebaut sind, ableiten können. Hier können Sie genau einen Typus, nämlich die Potenzfunktion, wo das x unten steht, ableiten. Und zwar nur diese. Ja? Diese Regel gilt, nochmal eine Warnung an Leute, die sowas gerne übergeneralisieren, wirklich nur für Funktionen von dieser Bauart, also Sie können nicht, nicht 2 hoch 3 ableiten und sagen, das ist 3 mal 2 hoch 2, die, die Ableitung von 8 ist nicht 12, das ist überhaupt völlig sinnlos. es ja, also gilt nur für Potenzfunktionen, weil wir auch nur Funktionen ableiten können. Und da haben wir diese Regel und das gilt für n, aus den natürlichen Zahlen haben wir es bewiesen, für die anderen gilt es auch und als Beispiel könnten wir hier sagen, x2 hat die Ableitung 2x, ja, das wissen sehr, sehr viele. x1 äh, durch, das ist sozusagen x äh, hoch minus 1. Das sollten Sie als Übungsaufgabe rauskriegen, was die Ableitung davon ist, wenn Sie es tatsächlich in den Differenzenquotienten einsetzen. Hier steht jetzt minus 1 mal x hoch minus 1 minus 1. Das ist also minus x hoch minus 2. Das ist minus 1 durch x2. An der Stelle würde ich sagen, das kann ein Ingenieur, eine Ingenieurin Wissen, nicht zuletzt deshalb, um bei dem Versuch 1 durch x abzuleiten oder später auch zu integrieren, nicht durcheinander zu kommen, nicht jedes Mal wieder überlegen zu müssen, wie es funktioniert. Und wenn man das einmal sozusagen tatsächlich weiß und möglicherweise auch die Bilder dazu zeichnet, ja, dass das also nur so funktionieren kann, hier 1 durch x, das sieht so aus. Ja. 1 durch x ist überall monoton fallend, und minus 1 durch x Quadrat. Das können wir ins gleiche Bild reinzeichnen. Wir haben ja schöne Farben hier. Ähm, nehmen wir rot minus 1 durch x. Das sieht also so aus. Hier ist die 0, das habe ich nicht gut gezeichnet. So, minus 1 durch x. Das ist auch tatsächlich überall negativ. Und ähm, kann man sich vorstellen, das könnte die Ableitung von 1 durch x sein. Dann hätten wir noch zu bieten die Ableitung von Wurzel x, das ist also die Ableitung von x hoch 1 ,5. Das können wir durchaus schematisch ableiten, aber 1 durch 2 mal Wurzel x kommt dann da heraus und entsprechend 1 durch Wurzel x, wenn wir das jetzt ableiten, dann müssen wir hier x hoch minus 1 halb einsetzen. Jetzt könnten wir gucken in unserer Formel, wir haben ja zumindest reklamiert, dass das ist für alle gilt minus 1 halb mal x hoch minus 3 halbe. Das ist gleich minus 1 durch 2 mal Wurzel x hoch 3. Wenn man sowas natürlich relativ häufig braucht, dann kann man das irgendwann äh, auswendig bei 1 durch Wurzel x. Ich persönlich würde auch noch mal das überprüfen. Ich würde es nicht irgendwo nachschauen, sondern gucken, ob ich das richtig gemacht habe, ob das Minuszeichen da liegt, anstellen, wo man damit ein bisschen rechnen muss. Ähm, wird es, wird es manchmal verwirrend mit den Minuszeichen. Also nicht, nicht wirklich auswendig lernen, sondern möglichst herleiten. Wir testen die Ableitungsregeln. Wir nehmen uns eine Funktion u von x gleich x hoch 3 und v von x gleich x hoch 4. Das heißt, jetzt wissen wir, u' von x ist 3 mal x2 v' von x ist 4 mal x hoch 3. Ja. Oh, jetzt habe ich das hier. So, jetzt kann man es halbwegs sehen. v' von x ist 4 mal x hoch 3. Und obwohl wir natürlich wissen, dass u mal v von x gleich x hoch 7 ist und damit die Ableitung 7 mal x hoch 6 hat, was wir jetzt mit der Ableitung der Potenzfunktion sehr gut machen können, versuchen wir mal, ob wir die Ableitungsregel nicht auch testen können, indem wir u' v plus u mal v' ausrechnen. Da haben wir also u' 3 mal x2, v ist x hoch 4 plus x hoch 3 mal 4 mal x hoch 3. Und äh, Surprise, 3 plus 4 ist 7 und 2 plus 4 ist wie 3 plus 3, 6, also 7 mal x hoch 6. Wir haben das richtig rausbekommen. Wenn Sie sich vielleicht mal nicht absolut erinnern an eine der Ableitungsregeln, dann könnten Sie es natürlich auf solche Art ausprobieren. Sie kennen die Ableitung des Ergebnisses und die Ableitung oder des Produktes und die Ableitung der Einzelfunktion. Und dann probieren Sie es aus, ob es funktioniert. Jetzt machen wir es. In, in Lila bestimmen wir U von V von x. Und v von x ist ja x hoch 4 und das Ganze, weil u drauf wirkt, ist nochmal x hoch 3. Ja. U würde auch, wenn es dürfte, auf eine Kartoffel wirken und diese in die dritte Potenz setzen. Jetzt haben wir, die Kartoffel ist x hoch 4, das heißt jetzt haben wir x hoch 12. Und natürlich können wir es auch nennen du nach dx, also u abgeleitet nach x, das ist 12 mal x hoch 11. Und jetzt bestimmen wir U' von v. V ist x hoch 4. Ja, das ist dieses v, das ist x hoch 4, dieses v ist x hoch 4. Was macht U'? u' nimmt die Kartoffel, quadriert sie und multipliziert sie mit 3. Das heißt, das wird hier quadriert und mit 3 multipliziert. Das heißt, hier kommt aus 3 mal x hoch 8. Und äh, v' von x, die äh, was als innere Ableitung sein wird, das kennen wir schon. Und jetzt überlegen wir uns u' von v von x mal v' von x, also mal der inneren Ableitung. Dieser Term bleibt hier ungeschoren, wird da eine Abgleitung, innere Ableitung. Das ist also 3 mal x hoch 8 mal 4 mal x hoch 3 und in der Tat 12 mal x hoch 11. Das ist eine wahre Freude es ist das richtige herausgekommen. wir können höchst selbst, ohne nachzuschlagen, ohne internet, wenigstens für die standardfunktion, also für die potenzfunktion und diesen standardfall, überprüfen, dass es funktioniert. wir könnten auch folgendes ausrechnen: du nach dv. das wäre die ableitung von u bezüglich v. jetzt ist diese abhängigkeit steckt hier nicht mehr wirklich drin, aber u die ist nicht aufgeschrieben, das steckt natürlich drin, aber es ist nicht aufgeschrieben. U ist ja x hoch 3 oder U von v ist dann v hoch 3. Das ist diese Ableitung 3 mal v quadrat. Dv nach dx, das ist 4x hoch 3. Das heißt, du nach dv mal dv nach dx, das ist 12 mal v quadrat mal x hoch 3. Das ist was anderes. Nein, das ist nichts anderes, meine Damen und Herren. Denn v ist ja x hoch 4. Das ist also 12 mal x hoch 4 Quadrat mal x hoch 3, die hängen also zusammen. Wenn sie nicht zusammenhängen würden, wäre die Rechnung nicht sinnvoll. Und wir kriegen 12 mal x hoch 11. Und die Freude ist absolut grenzenlos. Und wir haben sie hier aufgezeichnet. Das gibt mir die Möglichkeit, die Exponentialfunktion noch mit Ihnen abzuleiten. Und... Wir leiten als erstes e hoch x ab. Ja, vielleicht, es gibt ja noch mehr Exponentialfunktionen. Und wir starten mit f von x gleich e hoch x. Das bedeutet also, wir haben hier die Exponentialfunktion, die geht durch die 1, die ist nirgendwo 0 und dann geht sie hier hoch. So, und die 1 ist da. Und jetzt ähm, haben wir hier, nehmen wir eine Stelle, zum Beispiel x0, ja hier x0 könnte zum Beispiel 0 sein und hier drüben haben wir dann h und dann haben wir die Blauen, das sind die Sekanten, die gehen hier durch, die schneiden. Üben Sie das mal zu zeichnen, damit Sie wirklich in der Lage sind, einen Strich zu zeichnen, der ähm, als Tangente durchgeht, wo ein äußerer Betrachter sagen würde, ja, der rote Strich berührt die schwarze Kurve und der blaue, der schneidet die. Das kann man üben, das kann gelingen. Und jetzt bestimmen wir f- von x ist gleich dem Grenzwert für h gegen 0, von, jetzt setzen wir e hoch x plus h minus e hoch x durch h ein. Für die meisten Leute ist das Einsetzen hier sogar einfacher. Weil sie das e hoch x tatsächlich so als also eigenständige Funktion wahrnehmen, was genauso eigenständig ist wie, wie die Potenzfunktion. Ja? Also die Exponentialfunktion dürfen, also zumindest bei mir, die Potenzfunktionen keinerweise keiner Weise bashen. Ja? Das ist nicht in Ordnung. Das sind alles vollwertige Funktionen. Und jetzt haben wir in beiden Summanden oben den Faktor e hoch x und da steht jetzt e hoch x mal dem Grenzwert für h gegen 0 E hoch h minus 1 durch h. Vielleicht war ich etwas voreilig. Ja, ich habe das hier schon eingezeichnet. Hier haben wir die 1, das ist e hoch 0, an der Stelle 0. Dann haben wir hier das h und hier die Stelle e hoch h. Und jetzt schieben wir das h gegen die 0. Also hier schieben wir und den Punkt da oben, den bewegen wir mit. Alles hängt zusammen, wie wir gelernt haben. Und dann bewegt sich die blaue Seekante gegen den Tango. Ja, die Tangente, die die Kurve nur berührt. Ja, wie machen wir das? Wie rechnen wir das jetzt aus? Also wie, wie kriegen wir das raus? Also im Moment, E hoch H, wir haben, eigentlich haben wir nicht genug Gefühl für E hoch H. Ja, das ist eigentlich traurig für die Exponentialfunktion, aber so auf Anhieb, wie verhält sich E hoch H? Wenn h gegen 0 geht, was passiert dann? Es geht gegen 1, ja, dann dividieren wir die beiden Nullen, was wir vorhin im Skript hatten, 1 minus 1 ist 0, h ist dann auch 0, damit können wir nichts anfangen. Wir brauchen den Übergang, wir brauchen dieses Werden der 0, bzw. die Vergangenheit der 0, die dann mal geworden ist. Und ähm, da erinnern wir uns, dass wir glücklicherweise uns mit Reihen beschäftigt haben und wissen, dass wir e hoch h als Exponentialreihe schreiben können, also als Summe über h hoch k durch k Fakultät minus 1. Oder in der Maxi-Version, also in der Langform, h geht gegen 0, 1 durch h und hier vorne steht 1 plus h plus h Quadrat durch 2 Fakultät plus h hoch 3 durch 3 Fakultät plus und so weiter und zum Schluss ist es wieder minus 1. Und jetzt in dieser Form, wo es sozusagen fast schon wieder aussieht wie Potenzfunktionen, aber es sind ja unendlich viele, es ist keine Potenzfunktion, es ist kein Polynom, es ist ja eine Reihe, da ziehen wir die 1 wieder ab und es steht dieses H dort und jetzt könnten wir, ich glaube letztes Mal haben wir lila genommen, dieses H dagegen kürzen, es steht ja eine 1, das geht weg und das geht weg und so weiter und so fort. Das heißt, wir kriegen einen Ausdruck, bei dem bleibt übrig e hoch x mal Limes von h gegen 0 und die pinken, den pinken Wert, den haben wir 0, den haben wir wegdiskutiert. Aber jetzt kommt die, ähm, die 1 in lila plus h hoch 1 durch 2 Fakultät plus, oh, das geht alles gegen 0, das ist aber jetzt wirklich Peanuts, das geht alles gegen 0, das heißt hier kommt tatsächlich heraus, das ist e hoch x mal 1 des e hoch x. Die Ableitung von e hoch x ist tatsächlich e hoch x. Das haben wir jetzt nachgewiesen, haben wir einen Beweis für angegeben, weil wir uns vorher schon mit der Exponentialreihe beschäftigt haben und tatsächlich haben wir es jetzt nachgerechnet. Sie könnten auch diese Eigenschaft als Definition verwenden und sagen: e ist diejenige Zahl, sodass e hoch x die eigene Ableitung ist. Da... Könnten Sie machen, das wird in der Schule ganz gern mal äh, verwendet. Allerdings, die technischen Schwierigkeiten davon ausgehend, äh, die anderen Eigenschaften zu zeigen, sind nicht äh, trivial. Sie steigen sozusagen an der falschen Stelle ein und versuchen, die Sahnetorte von innen aufzurollen. Das ist nicht, äh, ist nicht so einfach wie das, was wir gemacht haben. Auch wenn das, was wir gemacht haben, auch nicht wirklich einfach war. Aber hier kommt jetzt diese Eigenschaft als zwangsläufiges Ergebnis dabei heraus. Und jetzt, meine Damen und Herren, bestimmen wir die Ableitung von a hoch x. Und das ist jetzt wirklich phänomenaler Trick. Ja, wir haben es im Grunde schon äh, diskutiert, als wir die e-Funktion eingeführt haben, nämlich wir schreiben a als e hoch Logarithmus a. Eine ja, wir wollen das gerne in der Basis e ausrechnen. Nach den Potenzfunktionen ist das jetzt e hoch x mal Logarithmus a. Und jetzt haben wir hier eine äußere Funktion. Und hier haben wir eine innere. Das heißt, das x wird zuerst in der inneren Funktion mit Logarithmus a multipliziert. Und auf das Produkt x mal Logarithmus a, da geht dann die äußere Funktion los und macht damit was, mit. nimmt es zur Potenzbasis äh, e. Das heißt, in unserer Darstellung mit der Kettenregel ist v von x gleich x mal Logarithmus a und u von v gleich e hoch v. Ja, wenn Sie dieses v dort einsetzen, dann steht da ja wieder e hoch x mal Logarithmus a. Also u von v von x ist jetzt e hoch x mal Logarithmus a. Das ist genau das, was da steht. Und jetzt leiten wir das Ganze ab und bestimmen also die Ableitung von a hoch x. Jetzt haben wir hier die äußere Ableitung von der äußeren Funktion. Die Funktion ist aber die E-Funktion. Und die E-Funktion ist ja geradezu sinnbildlich dafür, dass sie ihre eigene, ihre eigene Ableitung ist. Also ist das die Ableitung der äußeren Funktion. Und diese wirkt in der Kettenregel auf das und das unveränderte Argument hierhin schreiben wir x mal Logarithmus a. Und dann multiplizieren wir mit der Ableitung der inneren Funktion ln in a. Das ist die kurz häufig die innere Ableitung genannt. Hier haben wir also dv nach dx, eine lineare Funktion in x wird immer mit Logarithmus a multipliziert, also das Logarithmus von a ist die Ableitung. Und hier haben wir du, u ist ja die, die Exponentialfunktion, die auf das v wirkt nach dv. Das heißt, hier kommt heraus als Ableitung von a hoch x Logarithmus a mal a hoch x. Ja, der vordere Term, den hatten wir extra so, Umgeschrieben. Und wir merken uns, dass a hoch x gleich Logarithmus, äh, die Ableitung davon Logarithmus a mal a hoch x ist. Ja. Das merken wir uns vor allen Dingen in folgendem Zusammenhang. Ich... Äh, Schließe also die heutige Veranstaltung die letzten zwei, drei Minuten, mit einer Warnung. Ja. Die Ableitung von x hoch n ist n mal x hoch n minus 1. Das gilt für alle n ungleich äh, 0. Da können Sie wenn n gleich 0, können Sie theoretisch auch einsetzen, dann kommt halt 0 auf der rechten Seite raus. Ein bisschen irreführend, weil dann dieses 1 durch x dann da steht und rauskommen soll. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Ja? Werden wir morgen Abend sehen, wieso. Wir haben hier Potenzfunktion. Und dann haben wir hier drüben a hoch x. Das ist gleich die Ableitung davon, das ist Logarithmus a mal a hoch x. Dieses sind Exponentialfunktionen. Das sind andere Funktionen. Das, das, Argument, ups, das Argument steht hier in dem Exponenten und hier ist es die Basis. Diese Funktionen sehen auch unterschiedlich aus, meine Damen und Herren. Ja, für, für a größer 0 ähm, oder äh, A größer 1 wird diese Funktion mit größer werdendem x wachsen, wachsen, wachsen. Die Funktionen sehen so aus: Die haben keine Nullstellen, Sie kommt niemals Null raus und sie wachsen, zumindest wenn a größer als 1 ist, für x gegen unendlich über alle Maßen und sie wachsen auch exponentiell. Die Potenzfunktionen, meine Damen und Herren, die sehen anders aus. Ja, für gerade n sind sie so und sie haben eine Nullstelle. Und sie gehen auch für negative x dann wieder nach oben. Und für ungerade n sehen sie zum Beispiel so aus. Und sie haben auch eine Nullstelle. Das sind also zwei komplett unterschiedliche. Funktionen. Und wenn Sie tatsächlich ja, versucht sein sollten, a hoch x zu x mal a hoch x minus 1 abzuleiten, wovon wir wissen, dass es Leute gibt, die das tun, sogar in Ihrer, in ihrer Prüfung, dann sollten Sie mal versuchen, ein gekochtes Ei mit einem Kartoffelschäler, so einem Sparschäler zu pellen. Ja? Und äh, das Gefühl, was Sie dabei entwickeln, das haben wir, wenn wir Leute sehen, die. Sozusagen das Durcheinander bringen. Ja, sie könnten auch versuchen, was ein großer Spaß ist, eine Apfelsine mit Messer und Gabel zu essen, wie eine Figur aus dem Buch Das Geisterhaus, der so vornehm war, dass sie sie natürlich nicht angefasst hat. Das ist ein ähnliches Unterfangen. Wenn Sie mal wieder Gäste haben können, geben Sie Ihren Gästen eine Apfelsine und gönnen Sie sich den Spaß, den anderen dabei zuzugucken. Und damit bis morgen. Dankeschön.